kritisiere den Nahverkehr, also das heißt die Bus und Bahn, und dass es dann die Bahn und Bus halt nicht immer pünktlich kommen und dass sie ja immer nur Verspätung haben und dass man dann auch Termine verpasst. Ich beschäftige mich mit dem Problem beim Personennahverkehr. Und zwar sehe ich ein großes Problem darin, dass einfach immer es zu Verspätungen, Ausfällen und sonst was kommt bei den Bussen und Bahnen. So kommt man zu spät zur Schule, zur Arbeit oder wohin auch immer. Man muss Umwege fahren, man muss Umwege gehen. Und es ist einfach nervig, dass es so nicht funktioniert. Und andersrum sehen wir in anderen Ländern, wie gut es funktioniert. Warum bei uns nicht? Ich würde gerne die Deutsche Bahn wieder zu dem machen, was sie mal war. Also zum Beispiel sie einfach mehr angesehener machen, da sie ja in den letzten Jahrzehnten ziemlich in Verruf geraten ist durch verspätete Zeiten oder Ausfälle oder so und sonst was. Und ich finde das Verkehrsmittel eigentlich ziemlich cool und deswegen fände ich es eigentlich ganz gut auch fürs Klima, das dann einfach wieder zurück aufzubauen. Und also wir leben hier in der Bodenseeregion und an sich sind wir ganz gut für Fahrräder und so weiter ausgebaut. Aber es gibt trotzdem viele, besonders so in der Innenstadt, ziemlich viele Engpässe, wo es dann schwierig wird. Also an sich haben wir als heutige Jugend ziemlich viele Möglichkeiten, weil wir eigentlich relativ wohlhabend sind. Aber trotzdem haben wir jetzt nicht so viel Geld, dass wir uns vieles anderes leisten können und deswegen würde ich mir verschiedene Vergünstigungen wünschen. Zum Beispiel, dass man sich beim ersten Auto oder so dann gleich vom Dealer was für günstigeres kriegt, aber einfach nur, weil man Jugendlicher ist. Ich komme aus Simonswald. Das ist in der Nähe von Freiburg. Meine Schule, die liegt in Elzach. Und mit dem Auto braucht man so circa 20 Minuten nach Elzach. Und mit Bus und Bahn braucht man das Dreifache. Und das finde ich halt ziemlich traurig. Und das ist halt auch ziemlich blöd, weil wenn dann halt der Zug auch noch zu spät kommt, was nach den Ferien meistens der Fall ist, dann kommt man halt auch oftmals zu spät zum Unterricht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Busverbindung im ländlichen Raum viel besser wird, weil der Bus bei uns an der Haltestelle fährt nur jede Stunde und da hat er auch oftmals Verspätung. Und ja, das ist halt ziemlich blöd. Ich würde sagen, gerade im näheren Umfeld, in dem, was man jeden Tag erlebt, würde ich mir definitiv wünschen, dass die Politik gerade so in der Innenstadt, wie hier in Stuttgart, Radwege, das wäre schon das Erste, Radwege mehr fördern. Weil wenn man gerade in Stuttgart guckt, Radwege sind hier wirklich rar und gibt es nicht so viele und viele Menschen wollen auch gar nicht mit dem Fahrrad fahren, was verständlich ist, weil Fahrradfahren hier echt nicht so viel Spaß macht, dass man die ganze Zeit über Straße fahren muss.